Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age A Origins, der Ultimate Edition. Wir wollen gerade was anderes sagen, wir gerade schon wieder Fallout sagen. Aber das zocken wir ja gar nicht. Wir sind hier immer noch im Turm von Ishal und wir müssen immer noch uns bis zur Spitze nach oben kämpfen und das Signalfeuer auslösen. Und das machen wir jetzt. Auf geht's. Ups, da wollte ich gar nicht. So. Na komm. So. Nehmen wir mal alles mit. Kann man später alles gut verkaufen. Wird erledigt. Nehmen wir auch mit. Lithiumtrank mitnehmen. Was haben wir denn da Schönes? Nee, nur Langbogen. Brauche ich nicht. Na, komm her. So. Nehme ich mal mit. Ey, wollte ich mal mitnehmen. Oh. Hühnchen ist gefangen. Armes Hühnchen. Armes Hühnchen ist gefangen. Warte mal, ich will mal kurz was anderes machen. Nach Aktualität sortieren, nach Typ sortieren. Das machen wir mal aus und machen einen normalen Wundumschlag. Na komm. So. Passt viel besser, wenn wir das reinsetzen. Dunkle Brut. Na komm her, du Vorlapp. Jawohl. Wird erledigt. Oh, ihr habt alle so viel schön Geld bei euch. Ich werde es tun. Obwohl ich nicht weiß, was ihr mit Geld machen wollt. Ihr könnt damit sowieso nichts anfangen. Das nehme ich mal mit. Yep, das habe ich mitgenommen. Nehmen wir auch mal mit. Könnt ihr ja verschenken oder verkaufen. Whatever. Na, komm her. So. Looten wir kurz noch den Raum hier aus. Wird erledigt. Ja, komm. Her damit. Dich nehme ich auch mal aus. Und dann haben wir es bestimmt auch nicht mehr weit bis zum letzten Aufstieg. Wie ihr meint. Ja, so meine ich das. Wir müssen wahrscheinlich nur noch hier rein, wo auch bestimmt wieder Monster sind. War klar. Ja.
Waren das alle? Hervorragend, das waren alle. Ich werde es tun. Ja, du wirst es tun. Nur du und kein anderer. Was haben wir hier? Sehr schön. Armbrust. Ach, nehmen wir auch mal mit. Kann man ja alles noch verkaufen. Wir haben es geschafft, wir sind ganz nach oben angekommen. Und los geht's. Moment, Alistair. Alistair, bitte, einen Umschlag. So. Moment. Wir haben es fast, wir haben es fast. Boah. Jawohl. Aber den wird noch kurz ausgenommen. Das Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen das Signal verpasst haben. Ah, da. Entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Da. Zurück. Aber was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Rückzug, ihr alle! Bewegung! Und dass die Männer das auch noch machen, das glaube ich nicht. Logan, du Verräter! Was geschieht hier nur? Logan hat uns wieder einmal verraten. Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Ja, wo bin ich?
Zurück in der Wildnis natürlich. Ich bin Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und habe gerade eure Wunden verbunden. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Moment, was ist mit Armee geschehen, mit dem König? Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Was ist mit den grauen Wächtern geschehen und dem König? Alle tot. Seit Mutter es eurem Freund gesagt hat, schwankt er zwischen Verweigerung und Trauer. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Was, warum will eure Mutter mich sehen? Ich weiß nicht. Sie teilt mir nur selten mit, was sie vorhat. Waren meine Verletzungen schwer? Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Ich habe einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Sind wir hier sicher? Wo ist die dunkle Brut? Für den Moment sind wir sicher. Mutters Magie hält die dunkle Brut auf Distanz. Sobald ihr geht, ist alles offen. Die Horde ist weitergezogen. Ihr könntet ihr also ausweichen. Warum hat eure Mutter uns gerettet? Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Dankeschön. Ich bin von Adel, müsst ihr wissen. Dann war ich wohl im Irrtum. Wie hat sie uns eigentlich genau gerettet? Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Gibt es noch Überlebende außer uns? Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Na gut. Warum? Was geht denn vor? Soll ich euch das wirklich schildern? Ja, bitte. Ich habe das Schlachtfeld deutlich gesehen. Ein grauenhafter Anblick. Überall Leichen und jede Menge dunkle Brut, die sie fressen, glaube ich. Sie suchen auch nach Überlebenden und ziehen sie dann unter die Erde. Ich weiß nicht, warum. Man könnte die Überlebenden also retten. Warum hat Taryn Logan den König im Stich gelassen? Ich weiß nicht mal, wer dieser Logan überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Ja, ist ja gut. Wird erledigt. Was haben wir denn hier so alles Schönes? Eine Truhe, an der wir noch nicht rankommen. Dann gehen wir raus. Zu Mama. Zur lieben Mutter. Seht ihr? Hier ist eure graue Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das bin ich nicht, dank Morrigans Mutter. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? David hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Also, warum habt ihr uns eigentlich gerettet? Nun, wir können ja schlecht alle grauen Wächter auf einmal sterben lassen, oder? Irgendjemand muss sich ja um diese dunkle Brut kümmern. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Dank Logan ist das Land alles andere als vereint. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte er so etwas tun? Nun, das ist eine gute Frage.
In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Was genau ist dieser Erzdämon? Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Was könnte der Terran von seinem Verrat am König erhoffen? Den Thron? Er ist der Vater der Königin. Aber ich weiß immer noch nicht, wie er mit Mord davon kommen will. Ihr redet, als sei er der erste König, der den Thron auf diese Weise besteigt. Wacht auf, Junge! Wenn Al-Eamon wüsste, was er getan hat, würde er ihn niemals unterstützen. Das Landting würde ihn niemals unterstützen. Es gäbe einen Bürgerkrieg. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelans Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landting. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Warte mal. Böp. Nummer 4. Ihr könntet darauf warten, dass der Erzdämon erscheint. Das müsste überzeugend genug sein. Die letzte Verderbnis ist Jahrhunderte her. Niemand wird sie ernst nehmen, bis es zu spät ist. Es gibt doch bestimmt andere. Wir brauchen die anderen Grauenwächter. Ich weiß nicht, wie wir Kontakt zu ihnen aufnehmen können. Oder ob sie nicht vielleicht schon unterwegs sind. Wir müssen etwas unternehmen. Euch steht mehr Hilfe zur Verfügung, als ihr denkt. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, dieser Ar-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Warum nicht? Genau das tun doch graue Wächter, oder? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Ich nehme an, dass ihr uns noch mehr helfen könnt, oder? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ich kann euch noch eine Sache anbieten. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die Grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Eine ausgezeichnete Idee. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Also gut. Hat sie das schon die ganze Zeit vor? Verzeiht, aber ich dachte, ihr beide könntet etwas Unterstützung gebrauchen. Ganz egal von wem. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Mit uns wird ihr nichts zustoßen. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf.
Natürlich. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Dann sollten wir uns nur auf den Weg machen. Nein, redet ruhig, wenn ihr was anzumerken habt. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur... Wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können, Alistair. Geht euch einen Ruck. Wenn ihr befürchtet, ich würde Dämonen beschwören und mich in eine Abscheulichkeit verwandeln, kann ich euch beruhigen. Damit warte ich, bis ihr mal nicht herseht. Und schon geht's mir besser. Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Ja, wir haben es geschafft. Wow. Na, dann werden wir aufgehen. Aber allerdings erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.